Also im Mai, da ist ja einiges los. Zum Beispiel ist dieser Eurovision Song Contest, aber richtig geil ist die ÖH-Wahl. Die ÖH-Wahl, die ist, glaube ich, zwischen 19. und 21. Da kann man also das Universitätsstudentenparlament wählen. Seine eigene Interessensvertretung sollte man machen als Student und als Studentin. Das ist ein blödsinniges Netz machen. Natürlich kann man sagen, wer braucht denn das, Depper, der ÖH und so weiter und so fort. Aber besser ist ein Star am Schädel. Geht's einfach hin. Und dann gibt es auch dieses neumodische Zeug, diese Stricheln da, die Hashtags heißen die. OEH15. Und es gibt auch einen Claim, eine Parole, die lautet, jetzt muss ich mir nachdenken, nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen.